Was erwartet uns vom Go East Fest? Ja, Go East bietet Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, osteuropäisches Kino kennenzulernen, wenn sie es noch nicht kennen, und Liebhaberinnen sozusagen ihr Wissen und ihre Kenntnis vom osteuropäischen Film zu vertiefen. Wir haben 7 Sektionen. Wir präsentieren ganz aktuelles Autorenkino aus der Region, aber auch in den anderen Sektionen filmhistorisches, dann auch Genrefilme, Mainstream-Kino, und dann haben wir noch thematische Sektionen. Also man kann wirklich sich einen ziemlich breiten Überblick verschaffen über mittel- und osteuropäisches Kino in seiner ganzen Vielfalt. Und was wir eben aber auch machen, und dafür ist Andrea Wink zuständig, sie ist die Koordinatorin unseres Young Professionals-Programms, weil wir eben auch jungen Talenten aus Ost und West die Möglichkeit geben, sich bei uns kennenzulernen, Fortbildung zu bekommen, Workshops und dann auch gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Worauf freuen Sie sich denn am meisten bei diesen jungen Leuten? Ich glaube tatsächlich auf dieses Networking. Wenn die aufeinandertreffen, und es gibt auch aus den letzten Jahren, das kann man immer noch sehen, gibt es immer noch Verbundenheit. Es werden noch Projekte gemeinsam gemacht zwischen Studenten aus Hessen auch und Studenten aus Osteuropa, die bei uns im Hochschulwettbewerb zu Gast waren oder mit einem Projekt. Und ich finde es einfach toll zu sehen, dass das dann auch nachhaltig ist und auch weitergeht. Wie läuft das dann so über die Grenzen hinweg? Weil Sie müssen ja wahrscheinlich viele Sprachen sprechen, oder? Damit man überhaupt miteinander kommunizieren kann. Also wir sind ja ein internationales Festival, haben internationale Gäste, und unsere Betriebssprache in dem Fall ist Englisch. Und so überwinden wir in der Regel auch Sprachbarrieren. Aber auch wenn mal die eine oder der andere ein bisschen schlechter Englisch spricht, also wir finden schon Wege. Genau, die Filme werden aber in der Regel alle in Originalsprachen gezeigt und Englisch untertitelt. Und wir haben sogar noch einen Extra-Service im Wettbewerb. Bei den Spielfilmen, die werden sogar auch Deutsch untertitelt, also auch für Menschen, die kein Englisch sprechen. Und wir versuchen dann auch manchmal in den Anmoderationen das auch Deutsch-Englisch zu gestalten für die Besucher, die halt eben kein Englisch sprechen. Also die Besucher können hingehen, um osteuropäische Filme auch kennenzulernen. Wenn ich jetzt Filmschaffender bin und denke, Mensch, da würde mein Film ganz gut reinpassen, habe ich noch eine Chance? Wie kann ich mich bewerben? Also die Bewerbungsfristen sind eigentlich jetzt schon rum, weil es ist ja bald, wenn es losgeht. Man kann sich aber noch mit einer Projektidee bewerben. Das ist auch in unserem Nachwuchsbereich, wenn man halt einen Produzenten treffen möchte und eventuell dann auch Preisgelder gewinnen will. Bei den großen Koproduktionsforen kann man sich bei uns auch mit einem Projekt noch anmelden. Das steht auch allen Hessen offen. Wir haben aber auch schon gehört, Visitenkarten drucken würde sich auf jeden Fall auch lohnen. Oh ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig und genügend. Wie viele Besucher erwarten Sie denn da? Also wir hatten letztes Jahr, haben wir fast die 10.000er-Marge geknackt, also das ist so unser Anspruch jetzt da, dieses Jahr das zu schaffen. Und akkreditierte Fachbesucher, alles in allem sind es ungefähr 400, davon sind 200 Leute geladene Gäste. Ja, das ist so die Größenordnung. Und für Sie jedes Mal eine Herausforderung, wie groß ist Ihr Team da? Und das Team sind, also ich glaube, während dem Festival bestimmt auch fast rund 100 Leute, gell, die uns überall helfen, weil das geht ja, man muss ja die ganzen Kinos auch irgendwie, das muss ja alles ablaufen. Und die Herausforderung besteht natürlich auch, dass man das alles koordinieren muss, besonders, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und das ist halt auch, also nicht schwierig, aber es ist schon ein bisschen, man braucht schon ein gutes Team. Gell? Wie finanziert man sowas denn? Das ist doch eine ganz kostspielige Angelegenheit. Ja, also wir bekommen natürlich, also ein Festival zu organisieren bedeutet, man braucht finanzielle Quellen. Und es ist so, dass die Hauptförderer unseres Festivals sind die Stadt Wiesbaden und das Land Hessen. Und dann haben wir noch viele weitere Förderer und Sponsoren. Das sind große private Stiftungen aus Deutschland, zum Beispiel die Robert-Bosch-Stiftung, die BAF-Bank-Stiftung. Dann haben wir auch aus der Wirtschaft einen Förderer, Skoda Auto, der uns ganz besonders wichtig shuttles, weil man muss die Leute von A nach B bringen, sie abholen. Ja, und noch weitere Partner, die uns dann helfen, das Ganze zu stemmen. Und Sie werden dann auch Zeit finden, ins Kino zu gehen, Sie beide? Also ich glaube nicht, dass ich während dem Festival einen Film schauen kann, außer die Hochschulwettbewerbe, die ich halt betreue und deshalb auch moderiere, selbstverständlich. Aber sonst muss ich mich dann auch um den ganzen Nachwuchsbereich ein bisschen kümmern. Das sind ja um die 70, 80 Leute, die dann zu den Fortbildungen gehen, zu den Masterclasses, die wir anbieten. Da kann ich dann leider nicht ins Kino gehen. Wird bei Ihnen leider auch ähnlich sein, ne? Also ich habe es letztes Jahr, glaube ich, geschafft, 2 oder 3 Filme dann doch nochmal ganz zu gucken. In der Regel kenne ich ja eigentlich alle Filme schon, aber ich moderiere dann auch an oder moderiere ein Q&A und dann bleibe ich doch auch manchmal, wenn es gerade passt, sitzen gerne. Wunderbar, dann freuen wir uns auf ein Festival in Hessen mit hessischen Leuten, mit Leuten aus Osteuropa, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Danke.